Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute unseren kleinen Dunkeleisenzwerg Paladin ein bisschen weiterspielen. Und zwar ist er mittlerweile Stufe 57 so rum. Wir machen jetzt erstmal den Timer an, etwa wieder so eine Stunde wollen wir jetzt den ein bisschen hochbasteln. Ich hoffe, dass ich auf Stufe 60 auf jeden Fall komme, denn ich möchte so langsam mal nach Burning Crusade, Wrath of the Lich King, so in die Richtung, um mal so ein paar andere Dungeons zu sehen, vor allem auch, mal nicht mehr Düsterbruch kommen zu müssen. Ich bin jetzt gerade hier im Schwarzwest, also vom Blackrock. Und dort will ich jetzt mal was ausprobieren. Das hatte ich mit einem anderen Char schon ein bisschen getestet. Das geht nämlich hier um eine alternative Leveling-Methode, die relativ zügig gehen soll. Und wir werden jetzt mal gucken, wie schnell ich den jetzt dann auf 60 kriege. Und zwar habe ich jetzt hier mit meinem zweiten Account schon meinen Monk hierher geholt. Und wir werden jetzt hier eine Statue aufstellen. Diese kleine Level-Technik, die hatte ich ja euch die Tage schon mal gezeigt gehabt. Und die Statue stellen wir jetzt in etwa irgendwo hier hin. Und ihr werdet sehen, jetzt kommen hier relativ viele Mobs zusammen. Seht ihr das? Die laufen hier alle zusammen. Ja, nicht zu mir, sondern hier hinter. Ja, ein gutes, genau. Also die stehen jetzt alle hier auf einem Fleck. Und ja, jetzt lasse ich den Monk da einfach stehen. Ist ja egal. Und lege jetzt hier mit meinem Paladin los. Und ihr seht, ich bin jetzt hier, habe hier unten an EP 209.000 von 230.000. Also sagen wir, runden wir es auf, was ich habe, sagen wir, ich bin bei 210.000, ja. Und jetzt fange ich mal an, hier rein zu erinnern, in diese ganzen Mobs, die mich nicht angreifen, weil ich dementsprechend diese Monk-Statue habe von dem Level 110er-Char, mit dem ich jetzt aber auch nicht mehr in der Gruppe bin, Gott sei Dank, sonst würde ich keine EP kriegen oder halt weniger EP. Und jetzt stelle ich mich hier hin und tue diese ganze Riesenanzahl an Mobs langsam runter DPS, ne? Das ist halt jetzt hier über die Weihe ja eh Schaden, bisschen über diese fliegenden Hämmer. Das dauert jetzt ein bisschen, bis ich die runtergeklopft habe. Ich müsste aber da eine relativ große Anzahl an EP kriegen. Und das ist hier so ein, quasi so ein kleiner... Halt, warte mal, ich muss noch meine Standarte stellen. Und zwar basteln wir hier diese epische Standarte rein. Dann kriege ich nämlich nochmal 15% mehr EP. So, jetzt gucken wir mal hier in den Chat rein. Ich krieg jetzt quasi 1000 EP für einen Mob, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Mobs hier sind, aber irgendwas zwischen, ich würde jetzt mal schätzen, irgendwas zwischen 25 und 50 Mobs sind es auf jeden Fall, vielleicht sind es sogar mehr. Also wahrscheinlich eher zwischen 30 und 60 Mobs, würde ich jetzt mal ganz grob schätzen, ja. Ihr seht, jetzt sterben die ersten, jetzt habe ich schon 2000 EP gemacht, ne. Und sobald die große Masse stirbt, gibt es dann den EP-Regen. Ihr seht, die droppen jetzt langsam alle low. Theoretisch könnte man hier am Rand die Mobs auch noch ranziehen. Das machen wir jetzt nicht. Das ist der dritte Tod. Also, das habt ihr gesehen, 1035. Okay, das waren jetzt die Mobs, wo die Statue dann auch schon noch ein bisschen mehr quasi an EP reinbringt. Und das ist jetzt so eine kleine Technik. Es gibt nämlich hier hinten noch ein weiteres Camp, einmal um die Ecke. Das hatte ich euch ja die Tage schon mal gezeigt. Wo man dann halt immer wieder ein bisschen jetzt. Und jetzt seht ihr, jetzt sind hier doch ein paar Mobs gestorben. Das werden jetzt halt immer mehr. Das läuft jetzt hier durch. Ich krieg halt für jeden sogar 1100 EP. Also schon relativ viel. Ja. So, jetzt bin ich Level Up. Ne? Hab quasi jetzt schon 20.000 gemacht plus hier nochmal 7.000. Und ja, sobald jetzt dann immer mehr sterben. Ich weiß nicht, ich will jetzt da nicht zählen, aber das sind jetzt. Ja, es stehen ja jetzt noch so viele. Das sind wahrscheinlich echt. Echt um die 50 Mobs, die da insgesamt stehen. Und die spawnen auch theoretisch relativ zügig wieder nach, wenn man den anderen Spot nochmal umhaut. Ne? Also da hat man es eigentlich relativ gut. Und das will ich jetzt mal so ein bisschen ausprobieren. Schauen, ob wir da relativ zügig auf 60 kommen. Und ja, wichtig ist halt bloß, ihr braucht einen Monk, der eine Statue stellt. Und sobald ihr die Statue dran habt, könnt ihr da eigentlich umhauen. Weil wenn ihr da jetzt reinlaufen würdet in diese Anzahl an Mobs, ist relativ schnell Feierabend. So, ihr seht, unten bin ich schon wieder bei 50.000, gleich bei 60.000. 20.000 habe ich im anderen Level noch gemacht. Quasi habe ich jetzt über den Spaß hier 80.000 EP gemacht. Ne? Das ist mehr, als man durch einen Dungeon-Abschluss bekommt. Und klar, ich muss jetzt ein bisschen auf diese ganzen Mobs draufkloppen, ne? Aber ja, also ich denke mal, viel effizienter gibt es nicht so viele Sachen. So, jetzt sind alle Mobs down. Jetzt können wir auch noch reinlooten. Mit dem anderen Char habe ich hier ein ziemlich seltenes Transmog-Item rausgezogen. So eine Robe mit einer Spinne drauf, die war ziemlich viel wert. Und ja, theoretisch kannst du hier auch noch Transmog machen, aber naja, ist halt so eine Sache. Gut, nach ein, zwei Minuten spawnen hier eigentlich die Mobs wieder nach. Wir machen jetzt aber was anderes. Und zwar gehen wir jetzt rüber auf einen anderen Spot. Ich werde den Char jetzt mal hier ganz kurz stehen lassen und mich wieder in die Lüfte erheben mit meinem zweiten Account. Und zwar
gibt es hier drüben noch einen Spot. Ja? Also quasi kann man hier selbiges machen, einfach so eine Statue stellen. Und wenn die Mobs hier sterben, spawnen die anderen drüben wieder nach quasi. Ja? Also ich habe jetzt da wieder eine Statue hingestellt. Wie ihr seht, also hier ist die Statue. Und da kann ich quasi dann quasi selbiges machen. Ne? Und hier auch wieder die Mobs umboxen. Und wenn ich die nämlich getötet habe, sind nicht mehr genug Mobs hier in dem ganzen Gebiet. Und dann triggern quasi die Mobs auf der anderen Seite drüben. Das ganz. Warte, macht das auch eigentlich Damage? Nee, das tut die nur alle desorientieren. Ich glaube, das bringt gar nicht so viel. Ich sollte öfter mein Schild reinschmeißen, ne? Das wäre vielleicht gar nicht so blöd an der Geschichte. Was man hier auch noch machen kann, man kann im Auktionshaus so Ingi-Bomben kaufen, die ja eh Schaden machen. Und das beschleunigt das hier doch schon ganz erheblich. Also das macht tatsächlich Sinn, mit diesen Ingi-Bomben zu spielen, ne? Klar, und wenn ihr erholt seid, kriegt ihr natürlich mehr EP, weil es natürlich Mob-Kills sind. Ach, und ich kann die andere Flagge hier reinhauen, ne? Stimmt, ich hab's vergessen. Ich frage mich, ob die andere jetzt drüben despawnt, ne? Für die Leute, die sich vielleicht jetzt fragen, von was für Flaggen ich hier rede. Es gibt bei eurer Gilde Gildenflaggen, die könnt ihr kaufen, wenn ihr wohlwollend seid. Bei der Gilde, also den Gildenruf. Warte, wo haben wir es denn? Gildenruf, das hier. Wenn ihr da wohlwollend seid, könnt ihr das quasi bei eurer Gilde kaufen. Bei der Flagge steht dran, dass ihr freundlich braucht, aber ihr braucht tatsächlich wohlwollend. Komischerweise, ja. Und wenn ihr das habt, könnt ihr die kaufen und könnt ihr aufstellen und dann bekommen alle in der Nähe, die auch in eurer Gilde sind, quasi hier nochmal so einen kleinen, dann bekommt ihr so einen kleinen, ja, Dings-Buff, ne? So einen kleinen Ruf-Buff, beziehungsweise auch so einen kleinen Erfahrungs-Buff, was für mich ja relevant ist. So, haben wir die umgeboxt, jetzt sind wir schon bei hier 97.000. Und jetzt können wir mal gucken, ja, ich stelle den jetzt bloß einen Ticken darüber. Jetzt müssten drüben zumindest schon mal wieder einige gespawnt sein, weil wir hier jetzt schon gut, ganz gut aufgeräumt haben. Ja, natürlich, ein Erfolg muss die Gilde auch so haben. Also wenn ihr 0.15 Gilde seid, dann habt ihr es nicht, aber das hat eigentlich normalerweise, haben das eigentlich die meisten Gilden. So, und ihr seht, jetzt sind hier schon mal wieder einige gespawnt, nicht alle, ne? Das ist halt mit dem Event da drüben wird das quasi getriggert. Ja, also die spawnen dann nach und nach nochmal nach hier. Aber zumindest einige sind dann halt instant wieder da. Und ja. Jetzt kann man hier quasi wieder schön die Statue hinstellen und da wieder weiter basteln. Jetzt laufen wir einmal runter. Wer ist denn der Schurke, der da noch mit dran steht? Ist es einer von euch? Kann das sein, der hier beobachtet? Na, schau mal, da haben wir noch einen Hortler. Genau, und so funktioniert das quasi einfach, dass du. Schau, jetzt spawnen die restlichen gerade und kommen, laufen hier auch noch ran, ne? Wenn ihr das Ganze im War-Mode macht, dann kriegt ihr nochmal 10%. Ach, schade, die Flagge ist hier nicht mehr da, ne? Wenn ich rüberlaufe, ist sie weg, dann stelle ich die Kleine mal hier auf. Du hast nur das Schlechteste. Naja, ich habe alle drei. Also es gibt eins, was 15% bringt, ne? Das hier. Dann gibt eins, was 10% bringt. Und eins, was hier 5% bringt, ne? Und du kannst alle drei stellen. Es zählt aber nur das Höchste, ne? Also es zählen halt dann nicht alle, ne? Aber die haben halt alle eine unterschiedliche Abklingzeit. Ne? Also alle Viertelstunde, aber du kannst sie halt versetzt stellen quasi. Genau. Es darf halt, also ihr dürft nicht in der Gruppe sein und es darf halt auch kein Hochleveliger draufhauen. Wenn der jetzt draufhauen würde, dann würde ich zwar EP kriegen, aber halt nicht mehr 1000, sondern nur 10 EP. Ne? Also wenn da halt euch einer sabotiert, dann ist das halt immer ätzend. Ja? Das ist keine Aufforderung, jetzt mich hier zu sabotieren. Aber das ist dann immer nervig, ne? Also da musst du ein bisschen gucken, dass du am besten keinen hast, der dich da wegsabotiert quasi. Aber sonst geht es hier relativ gechillt durch. Und das ist eigentlich auch schon alles, ne? Ich kann es auch nochmal auf der Karte zeigen. Wir sind hier quasi in der brennenden Steppe und dann hier oben bei der Festung, ne? Und dann hat man hier einen Spot und einen hier um den Berg rum. Diese beiden. Man kann zum Beispiel auch sagen, man bleibt nur an dem großen Spot hier. Dann ist es aber so, dass du länger warten muss, bis die Mobs nachspawnen. Wenn du die nacheinander hin und her abfarmst, dann spawnen die hier auch schneller wieder. Das ist halt das Gute. Theoretisch kann man auch mal gucken, wenn die Mobs hier zu weit weg sind, dass man sie mit hier reinzieht in den Ding hier. Wenn wir so einen Hammer ready haben, ziehen wir noch mehr Mobs ran. Tentakel-Trinket ist hier auch gar nicht so schlecht, weil es halt wirklich alle auf der Stelle stehen, kann man alle wegtentakeln quasi. Ist auch eine schicke Sache.
Seht jetzt, bin ja vorher ein Level aufgestiegen, ne, und jetzt schon wieder über der Hälfte. Ich würde behaupten, dass es definitiv besser und schneller als Instanzen ist, ja, zum Laufen. Es ist halt, naja, wenn es halt die ganze, also du kannst das halt ab Stufe, ja, also so ein bisschen unter 40 halt anfangen, weil das Gebiet, wie ihr seht, ist halt quasi von Stufe 40 bis Stufe 60. Heißt, wenn du unter Stufe 40 bist, sind die Mobs halt Stufe 40, ne? Und sobald, also wenn die halt rot sind, dann triffst du sie nicht mehr. Da macht das keinen Sinn, dann dauert das zu lang. Aber ich würde sagen, so mit, also frühestens wahrscheinlich so mit 37 kannst du hier anfangen. Kannst du mich nicht sabotieren, das freut mich natürlich. Du brauchst vor allem nicht unbedingt hier einen Monk-Charm, um das Ganze machen zu können. Und du brauchst auch nicht unbedingt einen zweiten Account. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr euch ein Class Trial macht, ne? Und mit dem Class Trial quasi einloggt, hierher fliegt, ne? Und dann die Statue stellt, ausloggt, auf deinen Twink lockt und das umhaut. Die Statue bleibt ein bisschen stehen, nachdem ihr ausgeloggt seid. Also das funktioniert, dann lockt ihr wieder ein, stellt eine neue Statue. Dann müsst ihr das aber immer mit hin und her loggen machen, ne? Angenehmer ist es natürlich, wenn ihr einen zweiten Account habt, dann müsst ihr nicht hin und her loggen, ja? Ich bin halt da ein bisschen faul. Da bin ich ein bisschen faul. Nein, der soll weggehen. Ich krieg keine EP, wenn der hier draufhaut. User joined your channel. Genau, ich meine die Klassenprobe. Das ist mit Class Trial, ist das gemeint, ja. Das ist damit gemeint. Lexi, hey, grüß dich. Na, wie war dein Weinfest? Achso, im TS bin ich auch noch unterwegs, da können wir jetzt gerne nochmal gucken. Müssen wir auch gleich nochmal gucken, genau. Das will ich jetzt noch. Warte mal, jetzt bin ich quasi 58. Hiernach bin ich dann gleich 59. Und dann müsste ich eigentlich schon Burning Crusade queuen können, oder? Geht das schon? Nee. Ab wann kannst. Also jetzt kann ich quasi schon spezifisch anmelden. Ab wann kannst du denn richtig? War das wirklich ab 60 direkt oder war das schon ab 59? Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Werden wir aber gleich sehen. Gleich habe ich quasi das Level. Ja. Aber ich. Also das kann ich nur empfehlen. Das ist hier eigentlich keine schlechte Sache an sich, ja. So, jetzt würde ich sagen, switchen wir nochmal rüber. Ich kann mit dem auch was looten? Komisch. Also normalerweise bin ich ja kein Transmog-Fan, das wisst ihr ja. Und empfehle das auch nicht, aber wenn ihr das eh macht, lootet die Mobs, hier kann Zeug drin sein, das ziemlich viel wert ist. Also wie gesagt, ich habe da so ein Item rausgezogen, was anscheinend arsch selten sein soll, was richtig, richtig cool. Ich glaube sogar 90.000 oder so soll das wert sein, ob das. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob es verkauft wurde, ne? Das können wir nachher mal so just for fun gucken. Aber ja, ne, bevor es liegen lasst und es ihr die Mobs eh haut, schaut da einfach mal rein. Pitchplatz, das ist ein guter Einwand, das habe ich auch überlegt, das zu machen. Ja, kann man, aber weißt du, was das Problem ist? Es sind ja diese zwei Spots, ne? Hier der Spot und hier der andere. Wenn ich hier mit dem einen Charge stehen bleibe, mit dem anderen Charge hier stehen bleibe oder rüberfliege mit dem Monk, dann bin ich zu weit weg für die Statue. Und dann, weißt du, was dann passiert? Ich habe das, genau das habe ich nämlich probiert, was du sagst. Dann war ich hier mit meinem Charge gestanden, mit der Monk-Statue. Alle Mobs waren tot, ne? Ich flieg mit dem Monk rüber, hau das um, ich bin, die Mobs spawnen instant nach. Das Problem ist, die Statue verschwindet dann in der Mitte und die hauen meinen Loadshow um, bis ich rechtzeitig mit dem anderen wieder rübergeflogen bin, ist mein kleiner Char tot, deswegen funktioniert das nicht, weil sobald die hier sterben, spawnen drüben instant die nach. Deswegen funktioniert das nicht. Und dann steht nämlich der Char wieder im Dings drin und dann ist es wurscht, dann kann ich die auch gleich so töten, weißt du, mit und krieg EP. Also das bleibt sich dann gleich. Ja. Deswegen switche ich halt immer hin und her und mach's halt nicht so, dass ich quasi drüben die töte, weil halt einfach die Monk-Statue. Ich kann das auch gern mal demonstrieren. Moment. Jetzt haben wir hier noch einen Mob, ne? Und jetzt fliege ich mal mit dem anderen Account, ne? Ach, der ist infight jetzt. Aber laufe ich jetzt mal rüber auf einen anderen Spot, dann werdet ihr gleich sehen, dass die Monk-Statue despawnt, weil ich zu weit weg bin. Siehst du, jetzt bin ich nämlich fast auf dem Spot. Jetzt bin ich auf dem Spot und die Monk-Statue ist weg. Ja? Und jetzt hauen mich die Mobs. Und bei dem einen ist es wurscht, aber wenn dich 20, 30 Mobs hauen, ist es nicht wurscht. Dann bist du nämlich ziemlich schnell tot, außer du bubbelst mit einem Parler, dann überlebst du das.
Deswegen kannst du das leider nicht so machen. Ja. Ich habe schon ausprobiert, dass du dich irgendwie vielleicht auf den Berg raufstellst und den perfekten Ding hast, das wir, aber dann kriegst du die nicht umgenutzt, leider. Leider, leider. Vielleicht könnte man es irgendwie machen, wenn man sich perfekt hinstellt. Das weiß ich nicht. Das müsste man mal testen. Ja. So, jetzt schauen wir gleich mal, ob wir dann queuen können, ne? Ich würde sagen, ich kann. Hol dir noch die Bombe. Ja, die Bombe wäre ganz gut. Die macht nur ganz gut Damage eigentlich. Das wäre sogar tatsächlich noch eine Idee. Das Problem ist, die wurde genervt, ne? Es gab ursprünglich hier so ein Bomben-Item, wo du, also aus BFA, das quasi den Schaden nicht scaled hat. Also da hat das Item vielleicht 13.000 Schaden gemacht, ne? Mit einem 120er-Char. Und auf dem Load-Char hat es aber auch 13.000 Schaden gemacht, ne? Und auf das sind sie blöderweise gekommen und haben das jetzt leider genervt. Also jetzt macht es halt nicht mehr 13.000, sondern nur 200 Schaden oder so, ne? Halt angepasst aufs Level. Also es scaled quasi mit runter. Das ist ein bisschen schade. Wenn das nämlich nicht runter scalen würde, dann wäre es halt ziemlich stark. Warte mal, jetzt können wir hier nochmal die Statue stellen. Und dann können wir gleich gucken. Also sobald wir vom Level hoch genug sind, kann ich dann ein paar Leute einladen und dann können wir quasi queuen, ne? Dann können wir quasi in Wattle oder Burning Crusade queuen. Dann poste ich auch gerne nochmal das TS und wir können schauen. Du hast dich zurückhalten müssen bei der Weinprobe. So, jetzt bin ich leider nicht mehr erholt. Jetzt kriege ich nicht mehr ganz so viele P. Also das will ich euch ja nicht verschweigen. Dann kriegst du natürlich nur noch 500. Ne? Nur wenn du erholt bist, kriegst du halt die 1000. Ja? Das ist ganz klar. Aber hier sind halt so viele Mobs, ne? Und ich habe einen ähnlichen Spot im Burning Crusade ausprobiert, ne? Da sind nicht ganz so viele Mobs, aber auch nicht schlecht was an Mobs, ne? Also da gibt es auch Möglichkeiten, dann da noch ein bisschen was zu basteln. Schauen wir mal, dass wir da einmal noch ein paar zusammenpullen. Immer mal wieder was reinholen hier in das Camp. Die Monk-Statue steht eine Viertelstunde, also die steht relativ lang. Die steht da relativ lang. Eigentlich soll ich da nur eh reinprügeln und dann nicht mehr Mobs dazu pullen, was eigentlich gar nicht so einen großen Effekt hat. Aber ja. Umso mehr Mobs du hier in dem ganzen Camp killst, umso schneller hast du wieder auch Respawns, ne? Gleich Level up, genau. Und dann können wir gucken, wie es aussieht, ob ich dann queuen kann. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, seit die das Level-System hier ein bisschen umgestellt haben. Weil ich habe ja früher mal spezifisch angemeldet, ne? Und nicht Ding, nicht random, weil es ja eigentlich wurscht war, ne? Du hast spezifisch angemeldet, um gleich die Ini zu kommen. Random musst du ja quasi jetzt anmelden, weil du kriegst ja die NDP nur noch durch das Random-Abschlussding. Und das ist halt das Problem an der Geschichte. So, jetzt muss man mal gucken. Jetzt sind einige hier schon low. Jetzt werden wir gleich nochmal einen guten EP-Schub hoffentlich kriegen. Und dann, ja. Dann kann ich, wie gesagt, noch ein paar von euch inviten. Dann werden wir sehen, ob wir direkt Dings queuen können. Direkt hier Burning Crusade. Weil ich wollte jetzt eigentlich noch keine Dings Inni mehr laufen. Keine Classic. Da habe ich letzte Mal schon genug. So, da sind wir Level up. Schauen wir mal. Ah, schau, ich kann random queuen. Ja, wunderbar. Dann machen wir das doch, würde ich sagen. Ich mache hier in der Gruppensuche was auf. Also ich kann das ja nebenbei noch weitermachen, bis wir hier fertig sind. Und ja. Dann machen wir hier bei Benutzer definiert eine Gruppe auf. Teleleveling. Und ihr solltet halt 69 aufwärts sein, ne? Klar, sonst könnt ihr nicht mit in die Queue gehen. Und maximal, glaube ich, Stufe 80 darfst du sein. Maximal Stufe 80. Gut, achso, warte, ich muss noch ein TS entmuten. Sound resumed. So, wieder da. Hallo. Ach, der Lexi ist auch da, Servus. Ja. Hörst du ja noch ganz normal an. Ja, ich bin überraschend nüchtern. Überraschend nüchtern, okay, und das nach der Weinprobe. Ja. Ja, du probierst das nicht so. Na geil, ne? Okay, ja. Wobei, da wäre schon. Wobei, jetzt kommt's. Ich hätte schon ein paar Batterien dabei gehabt, ne? Wobei?
Ich weiß gar nicht, ob Norgal die Leute alle kennen. Ich weiß nicht, wie es Hochdeutsch heißt. Der kleine ist. Ja, so. So. Ja, Rest würde ich sagen, Stab oder? Ne? Ein kleines. Oh, nein. 2CL, 4CL, so in der Richtung. Ah. Österbruch. Ich werde hier nichts machen. Aber der hat guten Schnaps dabei gehabt. Was? Guten Schnaps bei der Weinprobe? Ja. Nö, ja, die haben das Sortiment erweitert, ne? Ach so, okay, nicht schlecht. Nicht schlecht. Achso, jetzt muss ich wieder hier rüber zum anderen Spot. Aber hier dieses Blackrock-Ding kann man echt empfehlen, also es geht ganz gut eigentlich. Vor allem wenn man erholt ist, dann macht das schon ganz gut was aus von der XP. Haben wir denn, ja, ist Stufe 60. Also wie gesagt, ich mache dann Tank. Wir brauchen dann jetzt noch einen DD und einen Heiler am besten. Also wenn ihr einen Char zwischen 59 und 80 habt, könnt ihr ganz gerne mitkommen. Müssen wir jetzt halt so die Gruppe so etwa zusammen haben, ne? Mache ich jetzt hier noch ein bisschen diesen Blackrock Farm. Bis Stufe 60 müsste der ja wahrscheinlich noch gehen und dann schauen wir weiter. Ob ich schon auf dem Privatserver gespielt habe? Nee, habe ich nicht. Ich habe mir mal einen runtergeladen gehabt für Wottel, weil einige aus der Gilde das spielen wollten, aber dann bin ich doch nicht zugekommen, da loszulegen, weil da musst du dann auch wieder einen Haufen Zeit rein investieren, ne? Aber wahrscheinlich werde ich jetzt dann in das Classic-Ding reingucken, ne? Also zumindest mal reingucken, ob ich dann da komplett hochspiele und was macht, das weiß ich jetzt noch nicht, aber reingucken werden wir auf jeden Fall mal. Mal schauen. Aber da sind ja, gibt's ja andere Leute, die ein bisschen mehr gehypt sind als ich für die Classic-Dings da, ne, Anti? Wird schön. Es wird schön, ja. Ich freue mich. Richtig toll. Aber du wirst richtig auf 60 hochballern und dann auch da aktiv spielen im Classic-Server. Ja, definitiv. Okay. Aber dann im PvP-Bereich oder wirst du auch raiden? Ne, PvP-Bereich. Wobei, okay. Ich auf jeden Fall auch mal. MC, okay. Ich weiß nicht, Anquarage ist ja glaube ich am Anfang nicht gleich offen. Also wenn sie es so staffeln, wie es ursprünglich war, dann war Akku nicht offen, ne? Akku war, kam ja erst nach BWL. War ja. Ich glaub, staffeln, ja. Okay, also okay, ja, das ist ja, also das finde ich vernünftig, ne? Also ich glaube am Anfang war ja, konntest du ja auch nix hier rein und dann im MC. Dann haben sie irgendwann zu Grub aufgemacht, dann Black wegen leer. Und dann quasi, also nach T2 war ja Blackwing Leer und dann kam ja Anku, ne? Also 10er plus 25, ne, 20 plus 40, so rum. Und dann Nax noch am Ende. Für T3 und Anku war ja, ich bin jetzt gerade überlegen, MC und Onyxia war T1. Zygurub war glaube ich T1,5, zumindest hat man es so getauft. BWL war 2,0. Anku war 2,5 und Dings war, glaube ich, T3, hier Nax. Da hat man ja immer noch diese 5er Schritte gemacht für die Nebentiersets, wie beim Dungeon-Set mit T0 und T0,5, mit der Quest-3, die irgendwie kaum einer gemacht hat, weil es halt einfach nicht wert war. Ewig lange Quest-3 für nix. Für ein blaues Item, das dann ein bisschen besser ist als das andere blaue Item. Naja, aber in Classic hat man sowas noch gemacht. Das war noch Zeiten. Was? Bollwerk, Multiple. Ja, das funktioniert leider alles nicht mehr, ne? Wenn dich jemand sieht, du kriegst so gut wie keine EP, das ist halt das Problem. Oh, Leute. So ein Vollidiot. Jetzt krieg ich hier keine EP mehr, wenn du da. Du darfst da nicht mit draufhauen. Das bringt gar nichts. Jetzt krieg ich halt noch. Krieg ich noch 29 EP. Ne, tu das nicht. Ich habe jetzt nur geinvited für die Dungeons. Flieg hier am besten weg, weil ich krieg gar keine EP mehr. Dann ist das nicht böse, ich meine, aber das. Ich dachte jetzt, du bist irgendein Random, der jetzt hier anfliegt und mir Absicht das kaputt machen, wenn du es nicht wusstest, ist kein Problem, aber du musst auch weggehen, weil du ja bei mir in der Gruppe bist. Ich habe jetzt nur schon mal die Gruppe aufgemacht, zweck Dings hier. Zwecks Innis. Wenn du hier stehst, dann krieg ich auch keine EP, solange du in der Gruppe bist. Deswegen bin ich ja mit meinem Monk nicht in der Gruppe. Das ist ja der Hintergrund. Wie gesagt, nicht böse gehören, aber das ist. Da gibt's dann nichts von. Ich queue dann, sobald wir noch am besten einen haben. Ein Heiler wäre noch ganz cool oder ein DD.
könnte man noch brauchen bei unserer Leveling-Gruppe. Können auch gerne mit ins TS kommen und dann können wir gucken. Dann können wir gucken. Können wir reinqueuen. Ich würde ganz gern wieder. Naja, gut, die Mobs bringen jetzt alle keine EP, ne, weil er jetzt hier noch stand. Jetzt kann ich die eigentlich mit dem Monk kurz umhauen. Einmal resetten. Warte mal, ich packe jetzt mit dem Monk kurz die Statue weg, dann gehen wir rüber. Machen wir es so rum. Das ist genau das, was ich meinte. Also, wenn da irgendein Hochleveliger draufhaut, kriegst du halt nichts mehr. Das ist das Problem. Rechts? Ja, yeah, wir brauchen ja den Pulsier noch nicht. Ja, wir brauchen den, glaube ich, nicht, oder? Ich weiß nicht. Oh. Wenn wir die Quest nicht haben, brauchen wir nicht. Na gut, dann lass hier lang. Ja. Hier, lass hier lang, okay. Ich poste die euch mal in der Gruppe, dann könnt ihr mit rein. Mach den Mage. Ist weitergelaufen. Ja, sein Pech. Ja, Moment. Sein Pech. Mich würde es ja interessieren, wie lange dann auf den Classic-Servern die Leute brauchen, die Raids zu clearen, ne? Jo. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht sonderlich lang, weil früher hat es halt lang gedauert, weil die Leute nicht so organisiert waren, ne? Ich glaube jetzt mit dem Hintergrundwissen, was die Leute haben, wird das relativ zügig gehen, da bin ich mir sicher. Ein Jahr gedauert, ne? Ja, aber du musst mal rechnen, das war drauf und die Leute haben ja noch gelevelt quasi und alles. Also... Da hat ja noch keiner eine Ahnung von nichts gehabt, was ein Raid ist und solche Geschichten. Also da erstmal 40 Leute zusammenzukriegen. Und ich kann dir sagen, also ich bin jetzt in Classic war ich keiner der großen Raider, wo hier alles geklärt hat. Aber MC war ich in Classic schon drin. Und du hast da wirklich minimum 10 Leute gehabt, die du einfach nur mitgeschliffen hast, die einfach fast gar nichts gemacht haben. Das ist so, es ist dir halt nicht aufgefallen. Fast keiner hatte irgendeinen Damage-Meter oder so. Die meisten wussten nicht, was sie tun, ja. Wenn da 5 gegen die Wand gerannt sind, das war halt egal, das war halt normal quasi, unterm Strich. Also von dem her, du hast halt einfach so eine Masse an Leute gehabt. Allerdings gerade geliebt. Du hattest ja da auch Buff-Palas und Out-of-Combat-Retzer und oder so ein Zeug. Also da gab's ja noch Rollen, die es heutzutage gar nicht mehr gibt. Also von dem her. Also wenn noch irgendwer mit will, ne, wir könnten noch, wie gesagt, einen Heiler und einen DD gebrauchen. Da könnt ihr euch einfach reinqueuen, Benutzer definiert Tela. Zwischen, ja, 59 und 80 könnt ihr sein, dass wir queuen können. Echt? Die wollen sich auf den Classic-Server in den First Kills holen? Ja, interessant. Ja, wär bestimmt auch lustig, ja. Wär bestimmt auch lustig. Servus. Hey, grüß dich. Glaube. Ja, mal gucken, ob die dann auch so ein Race machen. Mal schauen. Wäre auf jeden Fall interessant, ja. Ich frag mich ja, ob die dann auf dem Classic-Server auch die Klassenanpassungen so wie in Classic machen. Ob das dann auch, oder ob von Anfang an die Klassen gebalanced sind quasi. Und, also so wie es zu einem bestimmten Patchstand war und es dann halt auch nicht verändern, ne? Boss-Mage im BG, ach ja. Ja gut, damals gab es auch noch so Sachen, wenn du Fire-Mage warst und auf Ragnar ausgeschossen hast, hast du keinen Schaden gemacht und sowas. Also, dann schaust du halt einfach in die Röhre. Also... Da waren immer noch lustige Sachen. Oder Hänsel und sowas. Geil. Lexi, komm mal ran hier, du bist Tank und ich bin Ranger. Du bist Lexi. Hat er gesagt, du Hund? Nein, Lexi. Nein. Der ist ja hier. Aber ja, da kommt schon wieder so einer an. Was hast du vor? Er guckt auf jeden Fall, was ich da mache. Und jetzt? Hey, warum kann der durch alle Mobs durchreiten? Ah, der hat so eine Maske drauf. Ah. Okay, ich wollte gerade sagen. Nee, das würde mich aber echt mal interessieren. Und ich spekuliere ja drauf, dass es wie gesagt ziemlich schnell geht. Und das tut so ein bisschen die Leute davon der Meinung wahrscheinlich dann mal abbringen, dass in Classic alles so ach so schwer war. Und dass das alles jetzt so viel einfacher ist. Da gibt es ja einige von diesen Vertretern. Ja, ja. Und, ja. Ein Blick ins Forum und es reicht. Ja, ja, natürlich. Das ist. Früher war alles besser. Ja, ja, das ist. Achso, er findet mich. Weil dann könnte man es halt wirklich aktiv vergleichen, ne? Aber mal gucken. Wird sicher spannend.
Aber wenn ich irgendeinen Char leveln sollte auf dem Classic Server, dann werde ich ganz sicher keinen Paladin leveln, das weiß ich jetzt schon. Du hast bis, glaube ich, Level 50, einschließlich, hast du keine Fähigkeit, die direkt Schaden auf dem Gegner macht. Du kannst nur dich irgendwie buffen und Auto-Hits machen. Und das ist dein... Ich habe zu Classic angefangen, mal ein Paladin zu... Das war das Grottigste, was ich überhaupt gesehen habe. Du kannst wirklich nichts machen, du hast nur Auto-Hits. Dann nehme ich entweder einen Priest oder einen Druid. Warum levelst du nicht einfach Tank-Druid am Classic? Tank-Druid macht in Classic ehrlich gesagt keinen Sinn, weil du keinen Tank-Druid zu Classic gespielt hast. Tatsächlich. Es gab auch nicht wirklich einen Tank-Druid, es gab halt den Feral. Nee, und ja, du hast eigentlich. Es ging zwar später auch mit gutem Gear das, ne? Aber im Endeffekt, das Mindset war von 95% der Leuten, alles außer einem Warrior kann eh nicht tanken. Das geht gar nicht. Theoretisch konnten sogar Shamis tanken zu Dingen. Die hatten ja ein Schild und auch lange Zeit ein Taunt und lauter so Zeug, aber das hat sich auch nie durchgesetzt. Ich weiß nicht, ich hatte in Classic hatte ich ein einziges Mal einen Tank-Druid. Da wollten wir Solo gehen, haben irgendwie 1,5 Stunden nach dem Tank gesucht, haben keinen gefunden und irgendwann kam so einer an, ja, er hat da so einen Kollegen, der könnte tanken, das wäre aber ein Druid. Und dann ging erstmal 10 Minuten eine Diskussion los, ob wir den mitnehmen. Der Typ war voll T2, ne? Also damals der höchste Raid-Content, hatte komplettes Gear gehabt und man hat darüber diskutiert, ob der in eine Inni, wo blaues Gear droppt, ob wir den dann mitnehmen können, weil er halt Druid ist. Ne? Das ging dann ohne Probleme mit dem, weil der halt overgeared hoch 10 war. Aber da war halt, selbst das war halt schon so, können wir das machen? Geht das? Weil es ist ja kein Krieger und so. Also du hast das da aus den Köpfen von den Leuten schwer rausgebracht und der Krieger war natürlich auch der wo am tankigsten war. Ne? Was anderes hat eigentlich fast auch keiner mitgenommen irgendwo in dem Raid. Deswegen, wenn ich auf dem Classic-Server was mache, dann werde ich wahrscheinlich tatsächlich wieder einen Hexer spielen. Aber das L-Log ging ja nicht in Classic, ne? Nee, das ging nicht, aber du hast halt ganz normal, ich glaube, ich habe Destro in Dings gespielt in, ja. Und auch zwischendrin mal ein bisschen Demo dann auf Level 60, da habe ich dann mal geswitcht und ein bisschen getestet. Aber meist, zu 90% habe ich Destro gespielt. SL-Log bin ich erst geswitcht zu Burning Crusade. Als ich dann PvP gemacht habe, weil da war der Destro tatsächlich nicht so gut im PvP. Weil du ewig casten musstest, ne? Da hast du halt von jedem schon dreimal einen Kick gefressen, bevor du irgendwas durchgebracht hast. Hey, grüß dich. Naja, schauen wir mal. Was mache ich gerade? Ich mache hier gerade so einen speziellen Farm im Blackrock und eigentlich suchen wir gerade noch ein, zwei Leute für die Gruppe, dass wir los können, dass wir queuen können. Wir können natürlich auch mit Randoms reingehen, ne? Das ist jetzt auch nicht der Stress, aber umso weniger Randoms, umso besser wäre es natürlich. Und dabei mache ich jetzt hier noch diesen Farm so ein bisschen... Ach scheiße, ich habe schon wieder keine Flagge aufgestellt, ne? Fällt mir gerade auf. Aber jetzt habe ich hier diesen Hexer, der mir, glaube ich, meinen Farm gerade ein bisschen kaputt macht, weil er hier ein bisschen mit drauf basteln möchte. Ah, schau mal, da hat nochmal einer gequeued. Ah, 62, den können wir mitnehmen. Dann brauchen wir sogar tatsächlich nur noch einen Heiler, ne? Na gut, wir können auch mit einem Random Heal laden, loslegen, ne? Wenn du nicht einen total krüppeligen kriegst, müsste es ja eigentlich auch gehen. Ich muss bloß jetzt schauen, ob ich noch irgendwelche neuen Zauber gekriegt habe, die ich mir wieder mal nicht raus... Obwohl, ja, lol, den nächsten krieg ich mit Level 70, ne? Den nächsten Zauber. Na gut, da ist... Es kommt eh nicht mehr viel, ne? Sondern ich sage, Geld und gut, den Damage-CD habe ich noch, aber das war's dann auch schon wieder. Hau rein, die Idee. Ja, können wir machen, dann queuen wir jetzt einfach. Die müssen healen können. Ja, theoretisch können wir dann immer auch noch, die Leute entfernen, wenn es gar nicht geht. Also es gibt halt teilweise Leute, die queuen als Heiler, haben halt keine Ahnung von nichts und die heilen dann halt gar nicht. Also ich habe da schon schauderliche Erlebnisse leider gehabt, muss ich gestehen. Guten Abend zusammen. Hey, grüß dich. Guten Abend. Jawohl. Gut, dann queuen wir jetzt einfach und dann schauen wir mal, was wir kriegen. Meld mal als erstes Burning Crusade an. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis wir einen Heal haben. Eigentlich wollte ich auch ein bisschen so nebenbei questen, ne, mit einem Paller hier. Aber solange man hier noch ein bisschen was machen kann an EP. Geht jetzt recht fix an hier, ne? Bald kann eine gewisse Person fliegen, ja. So mit 60, dann geht das ein bisschen zügiger.
Zwar aber leider nicht das schnelle, ne? Das kannst du erst später kriegen. Blöderweise. Da wäre ich auch mal für, dass sie das ändern. Soll ich ihn schon ansprechen? Können sie machen. Dann machen wir Damage mit ihm. Na gut, das könnte ich auch machen. Göttliches Ross. Ich habe mir schon überlegt, ob ich im Warmode das Ganze hier mache, aber naja, das führt immer dazu, dass irgendwelche lustigen Leute einen Loadwink umhauen wollen, deswegen vermeide ich das meistens. Also mal schon gucken, wo man bleibt. Na gut, jetzt müssen wir halt ein bisschen warten, ja, ne? Weil Heiler ist halt immer so die Sache, bis da die Q aufgeht. Hinter dir, Lexi. Schauen wir mal. Also wenn du heilen kannst, kannst du mitkommen. Sonst ist halt schwierig, weil wir jetzt schon vier sind. Als Low-Level die Drehnaltruhen öffnen. Ich meine, die haben ein Minimum-Level. Also das wird nicht gehen. Das wird nicht gehen. Nee. 20 bis 30 geht nicht. Wir sind ja Level 60 jetzt. Oder 59 aufwärts. Geht leider nur. Jetzt lass durch. Also wenn die Kisten in Draenor gehen würden, dann wäre das natürlich ziemlich nice. Das auf jeden Fall, aber das geht nicht. Ich glaube, du musst Minimum Stufe 90 sein, dass du sie aufmachen kannst. Schauen wir mal. Ah, gut. Steht gar nicht dran mit der durchschnittlichen Wartezeit, ne? Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht allzu lang dauert, aber dann kann ich hier derweil ja noch ein paar Mobs umboxen. Jetzt bin ich zwar nicht mehr erholt, aber ein bisschen EP bringt's ja noch. Der Hexer verzupft sich zum Glück auch. Wunderbar. Du kriegst halt immer extrem viel weniger, wenn da jemand anderer mit draufhaut, ne? Denk gar nicht dran. Oh, das wird jetzt eklig. Nö. Bei Bäume? Ja, eine höhere Aqua-Range, ne? Muss ich ein bisschen aufpassen. Boah, ey. Aber ich merke es auch mit dem Heiser, ne? Das, Was habt ihr da eigentlich gestern auf diesem TS getrieben mit dem anderen? Ja, das ist für deine minijährigen Ohren nichts taugliches. Muss immer aufpassen, was man erzählt. Nee. Ja, manche Dinge, ne? Manche Dinge muss man aufpassen. Das. Ich glaube, das erzählt dir immer nach dem Spiel oder so. Naja. Meinst du, gehörst jetzt zu den Großen dazu, bloß weil du ein bisschen rumgeknutscht hast? Also, ich könnte jetzt was bringen, aber dann würde ich instant vom TS. Nee, hau raus, komm, hau raus, du hast meinen Segen. Ja, jetzt Schwanz einziehen ist nix. Schwanz einziehen ist nicht. Das ist eine Beleidigung. Nein, du kannst kaum beleidigen. Ich hätte jetzt, komm, doch. Ich hätte halt gesagt, ich hätte jemanden bestimmt aus deiner Familie geknutscht, aber. Wen hast du aus meiner Familie geknutscht? Jemanden. Jemanden, das ist natürlich jetzt schon harter Tobak, muss ich sagen. Also den Bruder, ja. Den Bruder, ja. War ziemlich hart, sage ich, Alter. Das ist natürlich, das war jetzt schon. Puh. Wo kommst du her? Ich verstehe dich kaum. Deine Hintergrundgeräusche sind so laut. Bist du irgendwie im Wald oder so? Landstraße? Ja, der eine Typ da. Abby Riser ist ja im TS. Also ich weiß ja nicht, wie laut das deine Wälder haben, aber... Was? Ist mal laut im Hintergrund bei mir, oder was? Wie bitte? Ob es so laut im Hintergrund ist für dich, habe ich gefragt. Wie, danke. Ja, wollte gerade sagen, also ich habe schon deutlich schlimmere Leute hier erlebt. Naja, siehst du, das ist halt seine Meinung, deswegen. Und ja, ich bin wieder da, ne? Krass, ne? Ja, wunderbar. Lang nicht gehört. Was ist denn hier los? 5 Minuten sind wir jetzt in der Queue, ne? Ich glaube, ich hätte früher anmelden sollen, wenn das so lange dauert. Vor allem, ich habe schon Burning Crusade angemeldet. Das geht eigentlich besser auf als Wottel im Normalfall. Das Problem ist, du kannst beides nicht gleichzeitig anmelden. Das ist total dumm.
Ja, solange sich die Leute zusammenreißen, ist alles gut. Ne? Solange sie sich zusammenreißen, geht es. Das kommt. Okay, ich lasse es. Ich riech mich nur wieder auf. Über was willst du dich denn aufregen? Über eine gewisse Rechtschreibung, da kriege ich manchmal so dezente Aggressionsausbrüche. Naja, solange man versteht, was gemeint ist, dann ist ja alles gut. Schwierig wird es dann, wenn die Sätze so sind, dass ich sie mir zwei oder dreimal durchlese und denke mir, Ja. was möchtest du von mir? Und das ist jetzt nicht nur auf eine Person gemünzt, sondern im Allgemeinen. Das ist dann immer. Aber Das ist dann immer anstrengend, das solange Deutsche man es dieser versteht. Person hört sich irgendwie an wie so ein Crashkurs. So ein Flüchtling hat da 10 Minuten Deutsch und selbst der kann besser Deutsch schreiben. Was ich gerade mache, ich will gerade meinen Paladin hier ein bisschen weiter leveln, mein Dunkeleisenzwerg. Und Ja, leider ich sind wir mache jetzt auch in der Queue Schluss. noch ein bisschen am Warten. Deswegen mache ich hier gerade so einen Farm, ne? So einen, ja, Monk-Farm quasi, wo man zusätzlich relativ viele Mobs zusammenpullen kann. Der geht ganz gut ab. Der geht ganz gut ab. So. Nö, ich denke mir, wir kriegen ja schon noch einen Heiler ran, das ist ja nicht der Schritt. Sonst können wir später auch einfach zwischenrein questen, ne, bis der Innie proc kommt. Was wir auch machen können, just for fun, BG mit reinqueuen, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, auf dem Level geht es wahrscheinlich auch nicht ganz so gut auf. Kann ich mir jetzt vorstellen. Weil du kriegst über BGs erstaunlich viel EP, ne? Also. Zumindest kriegst du halt sehr gut, wenn du diese beiden Trinkets noch hast, ne? Die ich jetzt Gott sei Dank mir mal erspielt habe. Warte, wo hab ich sie denn? Die hier. Weil dann kriegst du hier 50% mehr auf Schlachtfeldern. Hier auch nochmal 50% mehr, ne? Hast du insgesamt allein schon mal 100% mehr EP in BGs und das merkst du auf jeden Fall. Ja, aber man kann es ja jetzt schon mal queuen. Vielleicht kommt man später irgendwann mal rein, um so ein bisschen zu überbrücken zu können, ne? Und das geht's quasi. Wobei, das geht eigentlich. Also vor allem Arena geht eigentlich gut. Das proc schon. Das Problem ist, mit 4 kannst du halt Arena nicht queuen, ne? Kannst halt nur zu zweit oder halt dann zu dritt, wenn du einen Heiler hast, ne? Das geht. Wobei das mit dem Heiler lohnt sich nicht. Da dauern die Games nur ewig und dann ist es nicht mehr so effizient. Wenn du quasi reinqueust mit 2 DDs oder halt auch alleine und im Zweier kommst, das ist ziemlich effizient, ne? Vor allem, wenn du da gewinnst, kriegst du verdammt gut EP. Aber ja, musst du halt vielleicht auch ein bisschen was reißen. Aber ich glaube, im Low Level kriegst du noch relativ gut EP, wenn du verlierst. So ab 110 habe ich das letztens mal nochmal getestet. Da kriegst du, wenn du verlierst, irgendwie gar nichts mehr. Das haben die ein bisschen geändert. Also da kannst du nicht durchleechen durch absichtliches Verlieren und solche Geschichten. Ja, gut, Arena brauchst du ja bloß im Normalfall zwei von ne, insgesamt 4 Leute. Kannst ja theoretisch auch Ali gegen Ali kämpfen. Wenn es gut läuft. Also ich bin hier vorher quasi Stufe 59 geworden, ne? Und dann habe ich gequeued und jetzt bin ich schon über die Hälfte wieder drüber, obwohl ich nicht mehr erholt bin und wir haben immer noch keinen Proc. Also das, jetzt haben wir schon 9 Minuten in der Queue hier, echt unglaublich. Ja, das ist das immer, wenn du keinen Heiler hast, ne? Ist immer ein bisschen blöd. So. Mal gucken. Vielleicht kriege ich ja nachher nochmal irgendwie so ein geiles Transmog-Item raus. Da müsst ihr mich nachher dran erinnern, dass ich bei dem anderen Twink nochmal nachschauen gehe, ob ich das Transmog-Ding verkauft habe, ne? Was irgendwie um die 90k sowas wert war. Nicht, dass ich das vergessen, dass, ja, so nach wie lange ist es? Nach, glaube ich, 30 Tagen oder so, sind die ganzen Sachen, die du im Postkasten hast, weg, ne? Also, auf dem logge ich ja nie ein, ne? Da müsst ihr mal gucken gehen. Wir können. Genau, solange die Leute sich benehmen Du hast können, ist die. ja alles chillig.
Ja, ich weiß, ich muss hier gerade noch was machen. Moment. Ja, Ryzen nicht viel. Ja, ich kann theoretisch auch Wattle melden. Das Problem ist, jetzt sind wir, da müsste ich BC abqueuen, jetzt sind wir schon so lange in der Queue drin, also das würde ja auch keinen Sinn machen. Eigentlich ist in Dings immer mehr los in Burning Crusade. Eigentlich. Sonst können wir es einfach so machen, sobald ich Level 60 bin, gehe ich auch hier weg, ne? Dann können wir ja einfach zum Beispiel in Höllenhalbinsel einfach zum Questen auch anfangen, ne? Dann questen wir halt so lange, bis ein Proc kommt und gut ist. Das kannst du ja auch machen, falls ihr da jetzt noch nicht einen Questfortschritt habt. Warum fühlst du dich denn verarscht? Nee, du kannst es nicht zusammen queuen, ne? Ich habe jetzt hier quasi Burning Crusade gequeued. Und wenn ich das andere queuen wollen würde, dann muss ich quasi aus der Queue wieder raus und solche Geschichten. Das ist ein bisschen blöd. Musst dir halt aussuchen, was du haben willst. Komisch, bei BGs klappt das ja auch zum Teil, ne? Also da kannst du ja auch, kannst du ja auch ein großes Schlachtfeld. Okay, ich dachte gerade, das sind Spieler. Kannst ja auch quasi episches Battleground und normales queuen, ne? Also da funktioniert es ja komischerweise auch. Nein. Ist verkackt, Angie? Nein, ist nicht da. Düsterbruch. Yay. Ach, Düsterbruch. Glückwunsch. Die Bäume hier. Zum achten Mal. Ach, schau, deswegen mache ich hier im Blackrock Farm, dass ich Düsterbruch ausweichen kann. Oh, nicht der Freaks. Warum? Ja, da hat gesagt, dass er Bamschmuse ist. Nö, was heißt Feuer und Winter machen? Also das stimmt nicht. Es geht halt darum, dass man halt nicht nur irgendeinen Blödsinn gelabert hat. Wenn es im Rahmen bleibt, ist es ja in Ordnung. Aber das macht dann auch die Dosis, ne? Tja, also so langsam vermute ich, dass ich Stufe 60 werde, hier bevor wir einen Dungeon Proc haben, so wie das aussieht. Müsste ich mal gucken. Theoretisch, wenn ich 60 wäre, dann müsste das auch aufs nächst bessere switchen, ne? Und vor allem, ich müsste. Ich glaube, ich mache doch ein, zwei Quests dann drüben, weil es gibt da auch über die Quests ein paar Items mit dem Sockel. Und ich habe hier extra hier noch auch ein Sockel-Item, ne? Also diesen EP-Gem, den du mit BFI jetzt basteln kannst und nochmal 5% mehr, macht halt schon was aus. Ach, schau mal an, wir müssen nur motzen, jetzt kommt der Proc, ne? Ja gut, dann. Achso, aber ich sollte, glaube ich, hier nicht reingehen, weil sonst lande ich dann in allen Mobs drin, ne? Und wir werden ganz sicher in Bollwerk landen. Der dann ab 114 ist der erst, oder? Ab wann ist der? Ab 114. Das war, also dran stehen? Ach nee, ich benötige Gegenstandstufe 100, steht dran. Na gut. Ich hab den gesucht und da stand halt da 114, weiß nicht. Also 114 ist es nicht, ab 110 kannst du ihn auf jeden Fall reinmachen, da habe ich schon mal getestet, aber du brauchst halt anscheinend ein gewisses Item-Level, ne, dass du ihn reinsockeln kannst. Es fehlt noch einer, ne? warte, bleib mal zurück. Hol den mal ran. Ja, da läuft hier hinten. Müsstest mal gucken, wann du 100er Item-Level kriegst, wenn wir die Dungeons jetzt mal grob durchschauen. Das ist 50. Moment, ich muss mal schauen. Schauen wir mal. Nein, Cataclysm. Wie lang? Ja, schau, Cataclysm hast du schon 100er Item Level. Also, das würde zum Beispiel schon gehen. Ich hab doch gesagt, ich hol den Baum ran. Moment. Du hast gesagt, warte mal. Ja, warte mal. Warte mal. Ich hätte nichts zu tun, zum Baum ran. Das ist untergegangen. Also ist ertrunken. Also Shape hat es gesehen und mitbekommen. Gut, dass Reeks das nicht mitkriegt, ist klar. Jetzt kommen die Schuldzuweisungen hier. Darf ich mich jetzt wieder bewegen? Moment.
Das ist das jetzt, ne? Strafminute hier. Was haben wir denn für einen Heiler? Warte, müssen wir, aber müssen der wir oben die Bosse machen? Weiß gar nicht. Die Tür geht auf. Doch, wir müssen nach oben wegen den Motoren. Ach stimmt, ja. Hier liegen. Ich habe zumindest einen Heiler, der mir ein Erdschild gibt. Das ist ja schon. Und er hält sogar Springflut aufrecht. Ist ja fast besser als bei mir im Raid, hä? Den können wir, glaube ich, lassen, ne? Ja. Ja, wenn ich da halt gucke, wie oft ich mal Hots krieg, ist halt, ne? Habt ihr eigentlich einen Monk dabei? Wo ein Monk im Raid? Ja, ja. Ja, ja. Bei Gahun spielen wir jetzt sogar mit zwei Monks. Dele halt jetzt mit seinem Monk Heal. Es geht allein um diese komische Statue, dass du die irgendwie anspringen kannst. Das ist dann von Vorteil. Aber heal du es gar nicht, wa? Doch, wir haben Drecksgestanne hier. Heal du haben wir seit kurzem auch wieder einen. Seit kurzem haben wir auch wieder einen Heal Druid. Wir haben jetzt eigentlich, glaube ich, jede Heilklasse einmal. Der Priester ist klar, die sind eingesetzt. Gut, ja, klar. Also, die sind halt eh relativ stark, das ist klar. Hm. Als LKP noch ein Blutdecker, glaube ich, dabei, ne? Bei welchem Boss bei wir sind? Bei Gahun im Mythic-Modus. Also einen brauchen wir noch. Wir haben jetzt am Donnerstag den ersten Progress-Tag quasi auf dem gehabt. Und ja, mal gucken. Wird wahrscheinlich jetzt noch ein, zwei Wochen dauern, bis wir den legen. Ne? Also da muss schon noch ein bisschen drauf geprogressed werden. Aber ja, ist auf jeden Fall jetzt in näherer Zukunft haben wir den Laden dann auch im Mythic-Modus clear. Außer die Gille löst sich halt vorher auf, das weißt du halt nie, ne? Ja. Das kann natürlich immer passieren, ne? Ich sag nur Akrama Legion. Gut, ja, aber da war es eher absehbar, Ende vom Addon, da sind immer weniger Leute leider aufgetaucht, ne? Immer mehr haben aufgehört. Das ist halt, am Ende von dem Addon ist halt immer schwierig, wenn du so lange Downtime hast und sonst nicht groß was ist, das ist immer nervig. Vor allem, du merkst es halt, wenn alle anderen Gilden aussuchen und eine nach der anderen Gilde zusammenklappt, weil sie nicht genug Leute haben. Das ist immer am Ende von dem Addon leider so. Na, schau mal, der Heiler zieht sogar HT. Also ich bin beeindruckt von dem Charmy, muss ich sagen. Also das sind die Sachen, die er ganz normal machen sollte, ja, aber ich war schon in Dungeons unterwegs, ne? Ich habe einen Charmy Heal dabei, zwei Mages, du siehst in der Instanz, kein einziges Mal ein Heldtum, ne? Mhm. Da denkst du so, ja gut, man kann es natürlich auch lassen, ne? Aber es ist halt... Warum? Oder dann halt denkst... Warum sollte man das lassen? Ja, keine Ahnung. Wenn von drei Leuten es keiner zieht, weil vor allem in den meisten Nies kannst du es ja am Anfang einmal ziehen und am Ende einmal, so im Normalfall. Ja, und irgendwie halt gar nichts. Dann so, nö, heute mal nicht. Ist ausverkauft. Ich bin mir gerade am überlegen, ob HT früher auch Mats gekostet hat. Weil früher musstest du ja für alles Mats zahlen, ne? Da hast du ja für MDW damals noch diese komischen Samen holen müssen. Für Ausdauer brauchtest du Ding hier, diese komischen Kerzen. Der Ankh hat auch irgendeine Ressource gekostet. Und ein Ankh, ja. Ein Ankh, ja, richtig. Und das ist so ein Scheiß, ne? Die Rocks brauchen ja auch für alles was. Wie von mir. Also auch der Geist. Und da haben ja immer alle gegeizt mit ihrem Zeug. Ich war auch immer einer der. Da hieß es immer MDW, ja, und irgendwie 5 Druids im Raid, keiner hat MDW gebufft. Das war immer das Letzte, was gefehlt hat. Also. Das war noch Zeiten, ja. Geht mal auf ein, Leute. Nicht immer mal so. Jetzt wird aber hier eine Ansage gemacht, ne? High-End-Taktik. In-Time laufen hier. In-Time, okay. Ja, so ein Mythic also Plus im Low-Level wäre auch mal lustig, weißt du? Alles, was über Plus 0 ist, läuft mir nicht mehr, macht keinen Sinn. Achso, macht das keinen Sinn. Das haben wir gelernt, ne? Achso. Das heißt auch für die Anwesenden,
in Streamshow, ihr lauft nichts mehr über plus 0, weil das macht keinen Sinn. Drecks Gestunne hier immer. Pullst einen Mob und bist instant im Stun drin. Nein. Dark, hey, grüß dich. Nee, Drake, so rum. Ah, ich war nah dran. Buchstaben waren fast alle drin. Null. Was, bis zu welcher Stufe ich heute noch komme? Du, jetzt haben wir gleich die erste Stunde rum. 60 werde ich auf jeden Fall in der Inni noch. Und dann schauen wir mal, wie lange wir heute noch machen, ne? Aber ich denke mal so, irgendwas Mitte 60, denke ich schon, dass realistisch ist. Sowas um den Dreh rum. Je nachdem. Aber zumindest habe ich mir Düsterbruch gespart. Ach shit, ich habe hier die Monk-Statue immer noch stehen, ne? Jetzt sind da ewig viele Mobs schon zusammen. Also wenn ich rauskomme aus der Inni, kann ich dann gleich mal einiges an Mobs umbasteln. Warum? Wie hoch ist denn dein Char? Willst du denn noch mitmachen? Ah, schau mal. Abenteuer-Dings da. Ah, Dunkelmond-Jahrmarkt ist doch auch, oder? Nee, morgen ist der Dunkelmond-Jahrmarkt. Morgen ist Sonntag. Irgendwie bin ich schon... Da könnte man sich dann nämlich den Buff holen, ne? Ah, für nächste Woche dann, für Samstag. Da ist er noch. Ich bin gerade überlegen. Winterhauffest, ob es da noch was gab. Mal auf die Fahne. Öffnet nicht Dunkelmond gleich in der Stunde? Mhm. Stimmt, ja, richtig. Ja, stimmt, in der Stunde. Ja, es ist ja immer um 0 Uhr. What the fuck, wo werde ich denn jetzt hingekickt? Fallschaden kriege ich aber keinen, oder? Ja, okay, anscheinend doch. Das war nichts. Lexi? Okay. Naja, vielleicht hast du ja noch einen höheren, dann kannst du halt, wenn wir höher sind, dann noch mit. Hab ich den jetzt wieder da. Backt das hier schon wieder? Mach du was weg? Ja, ich muss mal. Der sagt doch mal einen Ton, Mann. Kann ich doch. Fällt das im Damage gar nicht auf, ob er da ist oder nicht da ist, oder was? Ist untergegangen. Er ist eh letzt. Das ist schon ganz schön böse. Ja. Aber dann brauchen wir das mal. Weiß nicht, wie es ist. Naja. Ja, ja. Ja, naja. Wir sind unten, Weeks. Ja, ich auch, schon lange. Ja, aber du bist schon lange. Guck euch mal da hinten die Kuh an. Achso, naja. Wenn du dann noch einen höheren Char hast, dann kannst du ja dann gern mitkommen, wenn du willst. Ich denke mal, sobald halt der Patch rauskommt, ne, am 12.12. 8.1 und es eh schneller geht und ich dann wahrscheinlich da eh Urlaub hab, dann werde ich mit dem hier eh ein bisschen mehr durchziehen. Wahrscheinlich dann nicht nur Samstag leveln und dann. Bin ich wahrscheinlich relativ schnell auf 80 auch. Ja gut, die Idee kann ja prinzipiell jeder machen, ne? Schauen wir mal, da draußen stehen jetzt auf dem zweiten Account, ne? Weil ich die Monk-Statue noch stehen habe, ewig viele Mobs jetzt zusammen. Ob die nachher noch OP bringen, das muss ich dann gleich nochmal gucken. Außer natürlich der Heal-Shami macht hier weiter mit, ne? Weil der ist echt nicht so verkehrt. Den würde ich tatsächlich weiter mitnehmen wollen. So. Du für 60, jetzt kann ich hier nochmal ein zweites Dings ziehen, ein zweites Pferdchen. Oder ein Widder, je nachdem. Bei dem kriege ich ein Widder. Für die Quest kriegst du tatsächlich gar nicht so viel, ne? Du kannst dir Fliegen kaufen. Stimmt, Fliegen kann ich mir kaufen. Gute Idee, ja. So, warte mal, ich queue jetzt einfach. Ach, schau mal, irgendwer anders hat hier. Der hat eine Reaktion wie eine tote Katze, Mann. Eine tote Katze, so. Er braucht wirklich 2-3 Sekunden, um zu realisieren, vor ihm steht ein Mob. Aber wenigstens realisiert das. Richtig. Ah, schau mal, der Shami will hier weiter mitmachen, wunderbar. Jetzt krieg ich die Mobs hier gar nicht. Naja, egal. Egal. Was ist denn das für ein Code? 20, 40, 61, 80, okay. Nee, das sind seine. Ich nehme mal schwer an, das sind die Chars, die er hat zum Level, ne? Oh, okay. Schade, ich kenne die Lotte zwar. Warte mal. Ach, der Shami schreibt mich gerade an. Wer hat dann das nur rausgefunden, dass ich der Teler bin? Naja, vielleicht weil ich Dark Teler heiße. Hm.
Aber gestern hat sich da ja jemand ein bisschen schwerer getan, ne? Das war so gut. Nice. So, aber hast du es gedacht, dass ich so troll? Ja, ich konnte bedenken. Ja, okay. Aber du hast mir ja sogar mit deiner Ding, nee, Taylor ist viel zu voll dafür, der würde das nicht machen. Du hast ja noch ein bisschen die Karten gespielt, das war ja ganz gut. Aber die Reaktion war dann wunderbar. Ja. Als ich es immer gemerkt habe, so nach 5 Minuten. Das war schon gut. Um das vielleicht ein bisschen aufzuklären, wir sind gestern nur länger im TS gewesen und wir hatten hier noch eine drin, die meinen so, ja, sie wird jetzt gerade von irgendeinem so komisch angeschrieben, ob das einer von uns ist, ob wir so trollen, ne? Und dann war das halt der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt könnten wir reintrollen, ne? Ich war halt auf dem Char online, der, ich glaube, war das der, Light-Telar war das, ne? Und dann habe ich sie halt 5 Sekunden danach angeschrieben mit irgendeiner Scheiße. Und dann hat sie ganz überlegt, ja, trollt ihr mich jetzt oder so und hin und her, ne? Und die ist dann erst halt so nach 10 Minuten draufgekommen, dass ich das doch bin, weil sie dann gecheckt hat, wie der Char heißt. Also das hat eindeutig zu lange gedauert. Aber man muss zur Verteidigung sagen, wir haben natürlich auch durchgemacht und es waren alle nicht mehr so ganz fit. Okay. Ja. Wir haben Hexe in der Gruppe, seit wann das denn? Das frage ich mich gerade auch. Da ganz hinten im Damage-Mechasse. Und wir sind kaum. Warte mal, bist du jetzt nicht mehr letzter oder was? Ja, schon die ganze Zeit nicht. Außer bei dem einen Boss, wo ich kurz AFK war, ja. Naja, hier, da kommen die Ausreden über AFK. Der Boss lag doch, als du AFK gegangen bist. Ich hab doch gesagt, ich bin kurz weg. Aber das geht rückwirkend, weißt du, das hat Reese, so ein. Warum hast du die. Ja, wie gesagt, sobald der halt auf 100, oh shit, auf 110 ist, ne, machen wir dann mit dem Dings weiter mit der Horde. Dann geht da ein bisschen was. Sudalode. Achso, jetzt sind wir ja bei der Stunde schon. Ja, aber komm, die Indie machen wir noch schon fix fertig. Was ist denn das für ein krasser Heiler? Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Ich weiß auch nicht. Warte mal, kommen wir hier durch, ohne hier den ganzen ach du Scheiße. Ja, das wird jetzt lustig. Na super, ich bin im Fullstun. Ja, das war's. Die hätten wir nicht alle pullen dürfen. Warte mal, ich laufe mit dem Gaul rein. Kalte die einfach ein bisschen nach hinten. Dezent viel gepullt, Tiller. Ich hab den nicht mal gepullt, ich hab den links gepullt, aber den rechts ist ja eine vollgelaufen, die haben wir geedit. Lauf ganz nach hinten, dann können wir sie vielleicht noch machen. Ja, ich hab sie. Das ist immer die Kacke, dann kommt ein Mob, stunt dich und du kannst nicht, kannst dir keine Hand auflegen drücken. Naja, siehst du, geht alles noch. Wenn wir gut sind, dann können wir jetzt an der Seite vorbeilaufen, ohne dass wir alles adden. Wenn wir gut sind. Also wahrscheinlich nein. Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber wir können es probieren. Weil im Endeffekt müssen wir ja nur den einen Boss jetzt killen und haben den Abschluss. Mir fällt gerade auf, du hast ja gesagt, das ist ein 61er-Char. Warum geht's mit dem nicht? Bei 61 geht ja auch, ne? Du musst ja nur irgendwo in dem Bracket sein. Und du hast eh verdammt viele Chars im Low-Level irgendwie. Willst du nicht mal einen erstmal hochbasten, bevor du irgendwie 10.000 neue Chars anfängst? Du hast doch gerade gesehen, wer da einen Haufen Zahlen gepostet hat. Ach so, nachdem er spielt. Ja, genau. Genau. So sind die doch gar nicht. Und der Deutsch-Künstler. Ach so, der ist Horde. Ah, okay. Ja, siehst du. Ich hoffe, die sie. Okay. Was, dann gibt's Gurken auf dem Burger, okay. Ich mag eigentlich Gurken auf dem Burger, muss ich sagen. Jo. Weiß nicht, ich hab einen Kollegen, der hat die. Nicht. Ich hätte einen Kollegen, der hat die immer runtergenommen und dann beim Mac immer gegen die Scheibe geschmissen. Warum auch immer, ja. Man muss dazu sagen, da waren wir noch irgendwie so 12, 13 rum. Ich fand's aber damals schon affig, dass er die gegen die Scheibe haut, aber es war sein Ritual. Er hat echt immer Burger genommen. Gurken und dann gegen die Scheibe geklatscht. Warum auch immer. Also. Habt ihr genug OP bekommen? Wo wollt ihr hin? Ja, wir gehen jetzt. Wollte ich ja sagen, warum rennen alle da? Ja, stimmt. Wir haben doch mal Quests zum Abgeben.
Und 5000 EP Nexus. Ja, also. Das ja, ist ne. You know what I mean. Ach ja, das ist Stunts immer echt. Das ist Stunts. Nicht. Schauen wir mal, ich denke mal, wenn wir nur den Drachen machen, dann müssten wir auch die NDP kriegen, weil den rechts brauchst du, glaube ich, gar nicht unbedingt. Weil eigentlich ist der Endboss der Instanz, ne? Aber für die EP triggert, glaube ich, der Drachenboss hier. Warte mal, die können wir die skippen? Ja, die kannst du skippen. Boah, sie hat keiner geedit. Ich bin stolz auf euch. Aber Bollwerk ist halt auch echt eine schnelle Angelegenheit, ne? Also da kommst du halt echt gut durch. Okay. Aber warum hast du denn so viele angefangen? Also weiß nicht, ich würde halt erstmal einen hochballern und dann den nächsten. Oder machst du es wie ein Kollege von mir, der in jedem Levelbereich einen Char haben will, dass er die ganzen Indies gehen kann und dann auch noch Dings Levelstopp reingehauen hat? Eigentlich, was mir gerade einfällt, musstest du immer einen reinhauen, der 59 ist, dann kommst du eigentlich immer Bolwerk. Warte mal, haben wir jetzt die NDP gekriegt? Nee, haben wir nicht, ne? Glaub nicht. Doch, jetzt! Ah, nein. Schau! Jetzt kommt's, also den einen Boss musst du nicht machen. Ja, cool. Funktioniert sogar tatsächlich. So, jetzt sind wir aber mit der Stunde durch. Für die Folge soll es das gewesen sein. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao!